Hallo. Hä? Quatsch halt. Was? Quatsch halt. Aufwachen. Ach so, oh. Mama. Hallo, und meine Mütze. Mann. Ach, kann doch mal nicht wahr sein. Servus und herzlich willkommen bei... Sunnerswike. Richtig. Quatsch halt ist... Fängt schon gut an. Aber das ist, aber egal, heute lasse ich es laufen. Egal, ob wir Fehler machen oder nicht, es geht nämlich gerade darum heute. Ja. Genau darum wollen wir heute mit euch reden. Und zwar haben wir ja in unserem Album, sag ich mal, in unserem, wie nennt man das jetzt? Siehst du, es fängt gut an. Aber wir haben ein neues Album, das nennt sich Fail-Album, das habt ihr schon mitbekommen. Und wir haben so viele geniale Kommentare von euch bekommen. Euch gefällt das so gut wie die Fails, dass wir die mit einbauen, ein extra Video drüber machen. Weil man kann nicht alles richtig machen. Es gibt auch mal Scheiße. Ja. Man verspricht sich, Körperhaltung ist einfach Kacke und Lachen und so weiter muss auch dabei sein. Genau, richtig. Und wir haben irgendwann gedacht, so, wir haben jetzt letzte Zeit so viel die Zunge gewürfelt im Mund und was weiß ich nicht alles, dass wir irgendwann gesagt haben, weißt du was, wir halten das auch fest für unsere Zuschauer. Und euch gefällt es. Ihr lacht uns regelrecht aus. Aber das stört uns nicht, weil kein Mensch ist perfekt. Keiner ist perfekt und von daher, finde ich, gehört das genauso zum Leben dazu. Man muss Fehler machen, um zu lernen, ne? Um sich vielleicht zu bessern. Also man macht ja auch, wie man sieht, ganz am Anfang unsere ersten Videos, die sind auch nicht so toll, ne? Wir haben manchmal gar nicht gewusst, was wir da machen und dann steigert man sich. Man steigert sich im Leben. Und so ist das halt. Also gehört das genau im Leben rein. Ich bin da ganz ehrlich, ab und zu gucke ich mir sogar wirklich unsere ersten zwei Videos nochmal an, weil die sind so genial. Und dann denke ich immer, Alter, was ist das für eine Grafik? Noch mit Handy und ja, ne, es ist schon geil. Vor allem also, so und nicht so. Ja, es wird alles besser, ja. Stimmt, da haben wir am Anfang noch so geguckt, ne? Ja. Ja. Wir wussten ja auch gar nicht, was wir da tun. Genau, das ist echt was. Wir sind da einfach, ich kann ja auch normale Klamotten da, in T-Shirts und da rumgelatscht. Ja. Eiskalt stand das Auto einfach vor der vorm Eingang. Ich habe so mein Handy im Auto gelassen gehabt, alles lief banal. Wir wollten einfach nur mal gucken. Und was war im Endeffekt draus geworden? Es ist ein Video draus geworden und wir waren über eine Stunde auf diesem Gelände. Und wo ist, wir noch richtig ist, Glück es hatten. Es ist zum Glück nichts passiert, weil ja, da war die Security. Aber über diese Geschichte haben wir schon so oft geredet, aber das ist einfach immer im Kopf drin. Aber wie gesagt, ich wollte nur damit sagen, wir haben uns weiterentwickelt und wir wollen uns auch in Zukunft noch weiterentwickeln. Aber ich würde sagen, wir blenden jetzt erstmal ein paar Kommentare ein, die wir besonders toll finden zum Thema Fail. Richtig. Jo ey, die berühmten Pannen und Versprecher. War auf jeden Fall sehr lustig gewesen. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Hey, yo, ey. Geil. Das ist auch mal eine Begrüßung. Finde ich cool. Auf jeden Fall freut mich, dass es dir gefallen hat und dass es dir, dass du Spaß dran hattest. Ich habe jetzt auch gemerkt, ich lese öfter schon was von dir. Also du bist nicht unbekannt bei uns. Also von daher haben wir jetzt uns deinen Kommentar einfach mal so rausgefischt und mal jetzt bei uns eine Quatschzeit reingemacht, weil dein Name jetzt auch schon mal öfter zu sehen ist. Von daher, danke schön, dass du immer so fleißig unsere Videos guckst. Wir gucken ja auch ab und zu mal bei dir rein. Ich versuche es zumindest, aber mittlerweile sind das so viele Leute, die auch Filme drehen. Und es ist schwierig, echt hinterher zu bleiben das überall. Das ist richtig. Also wenn wir mal nicht sofort auf ein Video bei euch antworten, seid uns nicht böse. Aber wir versuchen überall mal so reinzuschneiden. Ist halt nicht leicht, ne? Ich schmeiß mich weg. Ich schmeiß mich auch weg. Das Kommentar finde ich genial. Oder was meinst du dazu? Das ist doch richtig geil. Ich mache mir da eher Sorgen. Warum? Schmeißt er sich wirklich weg oder meint er eigentlich, wir sind nur witzig? Nicht, dass du nachher in der Mülltonne landest oder so. Das hoffe ich mal nicht. Ich will mehr von dir lesen. Ja, bei den Fails würde ich mir auch wegschmeißen. Ja, manchmal sind sie echt geil. Manchmal sind sie echt geil. Manchmal sitze ich davor, will die bearbeiten und krieg erstmal selber einen Lachflash. Also ich lache mich selber aus und ich finde, das ist auch okay, wenn man über sich selber lachen kann. Dann ist alles in Ordnung. Genau, richtig. Auf jeden Fall. Ganz herzlichen Dank für dieses Kommentar. Hallo ihr beiden. Schön, wenn man über sich selbst lachen kann. Schöne Grüße, Michi. Gerade ausgesprochen, schon ist das Kommentar da. Schön, wenn man über sich selber lachen kann. Ja, wir können das. Und ich finde das auch voll normal, wenn man... ja, mal voll daneben ist und es nicht alles so läuft, wie man gerne möchte, dass man einfach über sich selber lacht. Das finde ich,
Finde ich gut. Ich find das nicht schlimm. Ich finde das echt nicht schlimm. Umso lustiger ist das Leben. Und auch von diesen lese ich die Kommentare immer mehr und das ist toll. So langsam kann man die richtig einordnen, die Menschen. Das ist richtig toll, wenn man mehrere Kommentare immer wieder hat und immer wieder die gleichen. Ist das auch richtig schön, weil man immer sagt, ja guck mal, der hat schon wieder, der hat schon wieder, der hat schon wieder. Ich finde das herrlich. Also weiter so. Mua, Liebe geht raus. Ihr seid so sympathisch. Ich glaube, jetzt fühlen wir uns geschmeichelt, oder? Ihr seid so sympathisch. Wow. Ich werde rot, ich verstecke mich. Ich merke das schon, du kriegst richtig gute Bäckchen. Ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht sympathisch. Also, ne, ist überhaupt nicht meine Art und Weise. Also, ich und sympathisch, never. Leute, entweder mache ich jetzt die Kamera aus oder ich lasse die Kamera an. Wow. Ich habe eine Ohrfeige verdient. Wow. Oha. Ah, wie geil. Outtakes gehen immer. Lieben Gruß, Sascha. Also jetzt muss ich erstmal wieder was loswerden. Na, Schnuggelputz? Aha, ich weiß. Ich will erstmal sagen, Dankeschön, dass du uns immer so unterstützt und uns immer Tipps gibst. Na, ihr kriegt das ja aber alle gar nicht mit, aber dieser Mann, der ist auch, ich wollte gerade sagen, von hinten aktiv. Entschuldigung. Ich meine, er ist im privaten Bereich auch immer für uns da. Also er gibt uns immer Tipps und dafür muss ich nochmal vielen, vielen Dank sagen. Du meinst ganz einfach damit aus dem Hintergrund aktiv. Ja, genau, das hört sich besser an. Ich habe das nicht so mit Förmlichkeit. Also dieser Mann ist einfach toll. Ich weiß nicht, ich mag seine Videos. Leider sind nicht so oft Videos von ihm da, wegen Privatleben, was ich auch nachvollziehen kann. Das muss man verstehen, wenn mal nichts kommt, dann kommt mal nichts. Aber er hat Freude dran, er liebt, was er tut. Und ich muss Respekt sagen, dass er trotzdem andere immer Tipps gibt und so weiter. Also dieser Mann ist Bombe, muss man sagen. So. Es ist jetzt hier kein Liebesbeweis, ne? Um Gottes Willen, ne? Aber folgt ihm. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Im Klartext, er ist eigentlich so wie wir. Nein, er ist besser. Okay. Nein. Nein, das ist ein Scherz. Nein, aber ich finde das schön, wenn man sich gegenseitig unterstützt. Ja. Gerade bei YouTube ist es nicht einfach, wenn kleine Kanäle jetzt da reinkommen, wo schon so viele gibt's. Und dann, wenn man sich dann gegenseitig unterstützt und gegenseitig Support gibt, das ist einfach toll. So und so soll das auch hier sein. Vielen lieben Dank, dass ihr auch eure Versprecher als Video macht. So haben wir viel zu lachen. Vielen lieben Dank, ihr zwei. Ja, ich finde zu dem Kommentar, das ist doch das Mindeste, was wir machen können. Dass wir unsere Fails, wie wir schon am Anfang sagten, unsere Lacher, unsere Versprecher in einem extra Video veröffentlichen und dass es euch so gut gefällt. Ja. Da kann ich auch echt nur sagen, danke auch für dieses Kommentar. Das hat uns auch sehr gut gefallen. Und weiter so damit, weiter so. Genau, richtig. Also auch Dankeschön von mir, weil ich habe auch, als ich das so gelesen habe, ich auch gedacht, naja, die Leute lachen uns nicht aus, sie lachen mit uns. Sie lachen mit uns und sie lachen uns an. Und das ist nicht böse gemeint, das ist, genau. das ist ein schönes Lachen. Ja, genau. Das ist kein böses Lachen. Also das von daher, das pusht uns richtig. Das pusht uns so sehr, dass wir nur noch Scheiße bauen im Moment. Dass im Moment gar nichts mehr läuft. Also, ne, dank euch werden wir immer bekloppter statt normaler. Das wollt ihr wahrscheinlich ja, auch. Das wollen sie, ja. So. Das war sehr lustig. Cooles Video. Lieben Gruß, Sascha, verrückte Touren. Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass du es cool fandest. Das ist auch so ein Herr, der hat bei uns auch das Gewinnspiel gewonnen. Na? Das Paket ist auch schon auf Reisen, ist auch schon angekommen, habe ich gehört. Oha. Ich wollte gerade sagen, bei ihm sind wir auch oft drin, genauso wie er bei uns. Das hört sich aber gerade pervers an. Wir gucken seine Videos auch oft, genauso wie er bei uns immer liked. Und das ist auch so ein Mensch, der gerne auch Support anderen Menschen übergibt. Ja, der Hund gefällt mir so. Ja, der Hund ist so süß. Und gerade dieses Video, das muss ich euch noch erzählen, er hatte ein Video auf Premiere. Da steht man immer Datum und Uhrzeit. Und ich sag so, gerade bei den Hunden, ich möchte das jetzt sehen, jetzt muss ich auch noch warten. Und dann kam das endlich. Und was ist? Wir vergessen's.
Also ich habe sie nachhinein noch geguckt. Wir haben auch Like und alles da gelassen. Aber auf dieses Video habe ich mich so gefreut mit dem Hund. Und dann habe ich es vergessen. Kann alles passieren, ist ja menschlich. Ist fail. So, das waren schon unsere Kommentare. Wir haben mal wieder so ein paar rausgepickt, die wir toll fanden. Die, von vielen. Ja, von vielen. Im Moment ist es eigentlich immer mehr. Auch sogar auf alte Videos findet man immer wieder neue Kommentare, was ich richtig schön finde. Und wenn ihr ein Lost Place oder irgendwas mal erkennt und vielleicht mehr die Geschichte wisst wie wir, dann könnt ihr auch gerne immer reinschreiben oder keine Ahnung, wir quatschen einfach total gerne mit euch und macht weiter so, weil nur durch euch funktioniert das hier. Durch euch ist dieser Raum eigentlich entstanden. Ja, er hat gearbeitet, aber durch eure Kommentare läuft das hier, weil wenn wir keine Kommentare haben, haben wir auch nichts zu sabbeln. Also dann haben wir auch nichts mehr zu reden, dann ist Feierabend. Nee, aber es ist echt schön geworden, wir fühlen uns hier sauwohl. Wir wollen demnächst jetzt auch wieder ein Projekt starten, ein kleines. Wir haben gesagt, wir wollen unseren Raum noch ein bisschen mehr verschönern. Also da kommt noch einiges dieses Jahr auf euch zu, wie auf uns. Also man muss dazu sagen, es ist eigentlich ein Projekt, was eigentlich schon zum Anfang mit hier rein sollte. Es ist uns aber nicht möglich gewesen, dieses zu kaufen. Nicht geldlich gesehen, sondern es war einfach momentan nicht zu bekommen. Es war schwierig, ja. Es war. Und jetzt hat sie mich die Tage hat sie mich überrascht mit einer Meldung und hat gesagt gehabt, ja, wir werden den nächsten Tag ein Projekt starten und du weißt schon, über was ich rede. Und hat mir noch ein bestimmtes Stichwort gegeben. Ich so, oh, geil! Ja, ich hab's gekriegt. Das ist nicht so einfach gewesen, weil es war immer wieder ausverkauft. Und dann hatte ich's, habe ich auch bezahlt, habe ich das Geld wiedergekriegt, weil es storniert worden ist und also ein Sheet. Also es war sehr nervig, aber jetzt wollen wir es einfach nochmal starten, weil wir haben lange kein Projekt mehr so gemacht. Und von daher, das gehört auch dazu. Richtig. In unser Album könnt ihr auch sehen, dass wir so ein paar Sachen zusammengequetscht haben, sage ich mal. Nicht, dass man für jeden Kram einen Ordner hat, sondern wir haben ein paar Sachen, die sich zusammenpassen, einfach zusammengepackt. Also Lost Place Abenteuer bleibt bei Lost Place. Das ist, da gibt es nichts, was noch rein kann. Aber wir haben auch Wandern jetzt, wollen wir demnächst mal einfach mal ja, ausprobieren. Das, richtig, das ist uns einfach mal so in den Sinn gekommen. Weil, wie gesagt, Lost Place ist ja, wie wir alle wissen, es ist eigentlich eine verbotene Sache. Erstens das. Und ja, wir wollen einfach mal, wir wollen frei sein. Wir sind zwar bei Lost Place zwar auch frei und da ist richtig Druck dahinter und keine Ahnung, wie viel ich mich beschreiben kann, aber im Wandern sieht man auch die richtigen schönen Dinge. Genau. Der Natur und so weiter und das gefällt uns beide eben auch. Und genau. Da wollen, wollen wir euch mitnehmen. Genau, deswegen haben wir uns für Wandern noch entschieden. Das haben wir mit in einen Ordner reingemacht. Also da haben wir jetzt Outdoor, Wandern und Doku-Zeit, weil das ist alles, das findet alles draußen statt. Das haben wir zusammen in einen Ordner gemacht. Also von daher werdet ihr jetzt mehr auch sehen von uns, wie wir einfach mal wandern im Wald und Mist bauen, was weiß ich, was auch so auf uns zukommt, was wir so entdecken. Aber Lost Place, wie gesagt, erstens ist es gefährlich auch, zweitens nicht erlaubt und man kann nicht nur an einer Sache festhalten, das ist ganz klar. Man muss sich weiterentwickeln, man kann nicht nur Lost Place machen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo man erwischt wird, wo man Ärger kriegt und ich glaube, wenn der Tag kommt, dann... Wir waren schon einige Male sehr nah dran. Genau, also von daher gehen wir noch in eine andere Richtung. Wir wollen Lost Place nicht aufgeben. Wir machen jetzt im Moment mehr Lost Place, was erlaubt ist. Aber werden auch bestimmt noch mal Sachen machen, die nicht so erlaubt sind. Aber mit Köpfchen gehen wir an der Sache ran. Und ja, das sollte man immer hinter Köpfchen haben, dass das halt wirklich nicht ohne ist alles. Wir arbeiten eigentlich auch zurzeit so ein bisschen mit den Kommentaren, die uns gegeben werden. Ja. Weil da kommt auch so ein, im Kopf so ein Sprung und sagt uns so, stimmt, das ist noch eine Sache, die fehlt, oder das könnte man auch noch machen. Ich muss ja dazu sagen, dazu gibt es einen Mann, der Peter, ne, der mit seiner Sonntag-Live-Sendung immer, der hat uns dazu so ein bisschen gebracht, sag ich mal, der hat so viel Energie, der macht so viel Sport und der sagt immer, ach, Wandern ist schön und bla 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 und ich bin eher so, ja, die Faule, sag ich jetzt mal, ich kann wandern, aber krieg schnell Muskelkater und wir haben eigentlich gesagt, von wegen, es ist schön, was er da macht, wir wollen ihm nicht nachmachen, weil jeder hat seinen eigenen Stil, das sage ich, aber ich finde es schön und wir mögen auch die Natur, wir mögen auch gerne bestimmte Sachen und wir haben gesagt, wir wollen das auch bei uns mit reinfließen lassen. Ja, richtig. Ja, das reicht jetzt auch, ne, jetzt hauen wir auch ab, jetzt haben wir genug gequatscht. Wir haben jetzt trockenen Mund, wir müssen jetzt mal was trinken. Dankeschön fürs Reinklicken. Wir freuen uns auf die nächsten Kommentare, auf die nächsten Abenteuer mit euch. Bedanken uns für alles, was ihr für uns gemacht habt. Und Liebe geht raus, auf Wiedersehen und bis Danny!